Hallo YouTuber und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Das Faultier lebt den Traum der Gamer. Nachdem wir letztens das neue Steam Deck OLED hatten, kommt jetzt doch noch die Asus ROG Ally daher. Ein Gerät, was ich auch sehr extrem interessant finde natürlich. Und ja, ich habe es gerade schon gespoilert. Es handelt sich um die Version mit dem AMD Z1 Extreme. Der Rest ist ja irgendwie gleich. 512 GB Speicherplatz, 16 GB RAM, auch das 7 Zoll LCD Full HD Display mit 120 Hertz. Leider anders als die OLED, halt kein OLED-Display und nur dieser 40 Wattstunden Akku und nichts mit den, was waren das neue, 50er. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, soll auch kein krasser Steam Deck versus Asus ROG Ally Vergleich werden. Na, vielleicht an einigen Stellen ja dann doch, aber ich bin mal gespannt, denn das ist wieder sowas Sony PlayStation gegen Microsoft Xbox. Die einen feiern das, die anderen feiern jenes. Aber ich feiere auf jeden Fall schon mal, dass das hier so ein leichtes, seht ihr das? So ein leichtes reflektierendes Regenbogendesign ist. Ist auf jeden Fall mal schöne Verpackung, ne? Und ROG, Republic of Gamers. Ich habe immer gedacht Gaming, denke ich, werde ich wahrscheinlich auf alle Ewigkeiten noch dran denken. Und auf der Seite, auch nochmal ein Klebeding, einmal ein reinrutschen und zaps. So, dann. Jetzt aber tadat, tadat, tadat. Und rums. Schön. Oben direkt die Anleitung, was in der Box ist. Beziehungsweise, wie man das. Ach so, das ist das Ständerding, wo man sie dann hinstellen kann, wenn ich dann, was weiß ich, mit dem externen Controller, Xbox oder sonst wie komme. Dann eine Anleitung in 10 verschiedenen Sprachen. Plug-in für den Strom. Okay, dann Power und Einschalten. Hä? Also das Ding verstehe ich und das ist nochmal das gleiche in grün. Ist auch der gleiche Anschluss. Ach so, wahrscheinlich nur zeigen. Steck's an und schalte es ein. Okay, dann QR-Codes. Für Q&A und wahrscheinlich ein Video zum Abspielen. Und jetzt 608 Gramm. Selbst mit dieser Folie kommt das erstaunlich leicht daher. Ich würde jetzt aus der Erinnerung sagen, komm mal eben her. Leichter ist ein Steam Deck, aber darum soll es gar nicht gehen. Nur mal kurz erwähnt, da haben wir das gute Stück. Interessant, dass es das Asus sich da so für so ein weißes Xbox-Controller-Design entschieden hat. Und jetzt, ich hau trotzdem noch eine Sache raus. Etwas, was mir bei der Ally jetzt hier zu denken gibt. Was Asus so schön hatte, die hatten ja auf beiden Seiten diese Trackpads, ne, wo ich mir dann eingebildet hatte damals, das ist für einen Mauszeiger wunderbar einfach. Die ROG Ally kommt ja mit Windows 11. Ist ein stinknormales Windows drauf. Kein SteamOS, kein eigenes Schnitzelzeugsystem drauf. Ne? Und da denke ich mir doch, das wäre doch ideal gewesen, sowas zu verbauen für einen Mauszeiger. Aber was weiß ich denn schon? So, Tasten. Ja, habe ich auch was gehört, dass die ABXY-Dinger zu sehr ins Gehäuse reingehen. Nö. Joy-Cons, ja, okay, oben die kleinen Tasten. Schultertasten passt und auf der Rückseite habe ich nochmal eine Tastenkombi. Oben dann an und aus, LED, LED, leiser, lauter, leiser. Dann hatten wir unser USB-C. Keine Ahnung, SIM-Karten-Slot, Micro-ST-Kopfhörer haben wir noch. Okidoki. Ach so, das ist der Connector für die externe GPU. Hat ja Asus ja auch noch schweineteures, aber auch tolles Zeugs im Angebot, falls man da doch auf ein bisschen stationär mit mehr Power gehen möchte. So, was haben wir sonst noch hier drin? Eine Box, zweite Box, dritte Box, ein Netzteil. Ja, okay, USB-C mit einem. Bitte sei nicht zu viel Watt. Muss ich mal ganz kurz suchen. Ein 65 Watt Netzteil. Wunderbar. Sollte ich an meinem Reiseadapter nur eine Sache anschließen, kann der auch 65 Watt. Sehr gut, freut mich. Aber keine Hülle, nix. Krass, Hülle kannst du dir als Zubehör. Ja. Die fetten Handbücher wieder von Asus, wie man sie ja von diversen Zenfones und anderen Sachen kennt. Wer braucht sowas? Na gut, wenn ich eine Version global verticke, dann brauche ich natürlich alle Sprachen. Die Anleitung. Trigger-Tasten. Okay. Ja, hätte es wahrscheinlich auch getan. Und nein, kein Aufkleber, sondern nur noch mal etwas auf Hebräisch. Ja gut, das war es an der Stelle. Ne? Mehr kommt da nicht. Und dann haben wir nur noch hier im Deckel. Oh toll, hat sich einer bei Asus mit seinem heimischen 3D-Printer, ist noch nicht mal der heimische 3D-Printer. Was ist denn das? Das ist einfach nur so, ne, das ist wirklich, das benutzt Samsung als
Verpackungsmaterial innen drin. So ein fluffy leichtes, ja, okay, aber wenn es zum Hinstellen dann ist, um. Ja, okay, geschenkter Gaul, aber ganz ehrlich, das Ding hatten in der Extremversion, was war der UVP? Ich meine 799 oder sogar noch mehr. Ne? Wird jetzt aktuell deutlich günstiger verkauft, deswegen hatte ich auch zugeschlagen. Ich glaube 550 in der normalen Z1-Version und 600er mehr in der Z1 Extreme-Version. Ich gestehe, ich habe auch keinen Plan, was sich davon wie lohnt. Aber ne, man guckt ja so ein bisschen rum. Ich habe gerade mal Stromkäbelchen gesucht, um auch da mal was zu sehen. Ne, und dann sieht man doch irgendwie, denk dran, nimm lieber die fettere Version. Ne, das lohnt sich, die 100 Euro. Mit diversen Leuten gesprochen, die sagen, rückblickend, jetzt ist ja schon ein bisschen draußen, hätten sie lieber die Extreme-Version genommen, statt der anderen, gerade mit dem Ausblick auf die Zukunft. So, jetzt gucke ich hier einmal drauf. 23 Watt zieht das gerade. Passiert nicht mehr viel. Gut, wer weiß, wie voll es aufgeladen ist. Wir schalten es einfach mal ein. Das Vibrieren war schon mal schön. Und dass ich jetzt hier die LED-Lightning-Show... unterschiedlich auch noch. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Na, Wattverbrauch 39 Watt, wir schießen mal hoch, 40, klar, gönn dir. Ist jetzt doch wieder der Punkt, was es wieder ein bisschen geiler aussehen lässt. Bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Klar, das Aussehen, 62, 64, jetzt sind wir am Top-Leistungspunkt. Ne? Also, ich werde die Dinger natürlich drinbettbohrermäßig testen. Wer sich denkt, yeah, der VTier Gaming YouTube-Kanal kommt zurück, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Man ist ja dann mit der Zeit, der ein oder andere wird es kennen. Früher hatte man Zeit und kaum Kohle, um sich Spiele legal zu, also überhaupt zu kaufen zu können. Ne? Irgendwann kippt es, man kann sich das ganze Spielzeug leisten und hat aber wieder null Zeit, um damit irgendwas zu machen. Und deswegen mein Bücherstapel, mein Comicbuchstapel und leider mein Spielestapel ist unermesslich hoch. Und jetzt denke ich mir gerade bei den Dingern, das wäre doch was. Jetzt sagt der eine oder andere, Faultier, es gibt doch seit Ewigkeiten eine Switch. Ja, auch da der eine oder andere, ich wollte auch da immer schon einen vernünftigen Testbericht zur OLED-Version machen, die sich in meinen Augen definitiv vom Wechsel gelohnt hat gegenüber der normalen Switch-Version. Aber das ist was anderes. Aber da ist immer so die Hoffnung, dass bei mir, ne, nicht so der großartige Nintendo-Zocker, klar ein paar Klassiker, aber ich bin halt, auch wenn ich die Konsolen habe, immer nach wie vor im Herzen der PC-Spieler. So, da kommen diese Dinger, sowohl das Steam Deck als auch die Rock Alley, vielleicht auch ein Legion Go, ne, wären halt die Sachen, die man sich da angucken kann. Ich gucke es mir jetzt an, vielleicht habe ich ja dann zukünftig die Eingebung, dass ich mir denke, das wird alles verändern. Aber gucken wir erstmal. Die sind aber ein bisschen leichtgängig. Der rechte, hey, das ist der rechte, fühlt sich definitiv leicht da anzubewegen als der linke. Muss das so? Also, ihr seht es, ein stinknormales Windows vom Einrichtungsdingsbums. Aha, A für Ja, rauf, runter, passt. Deutsch, Deutschland. Interessant, dass das hier absolut, da ist sogar ein Maus, ne? Da ist unser Mauszeiger, den ich, glaube ich, auch gar nicht rumschieben konnte, der jetzt verschwunden ist. Aber da hätte ich mir doch gedacht, hier, piep hier auf diese Lautsprecher- oder Lüfteröffnung. Ich höre einen Lüfter. Leichtes Rauschen, aber das passt total. Aber das wäre das doch gewesen, wo ich mir dann an einer Seite ein Trackpad gewünscht habe, wo ich einfach tippen kann, um bei einem Windows 11-System, ne? Einfach auch, ja, jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber du hast doch ein Touchscreen, drück doch direkt drauf. Ja, aber irgendwie, gerade für diverse Spiele. Gut, wir machen einfach mal schnell die normale Windows-Einrichtung, WLAN, Account und alles andere noch. So, sah ja zuerst wie eine ganz normale Windows 11-Einrichtung aus, aber dann neu gestartet, Asus ROG-Hinweis gesehen. Und ansonsten, ich hätte jetzt ja noch gedacht, ne, hier einloggen oder sowas. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, allein das, die Verzögerung beim Einrichten und ich da wieder Windows sehe, denke mir so, ja, die Vorteile, ich kann alle Software, alle Spiele problemlos drauf zocken, wenn ich sie dann noch an die Steuerung anpasse, blablablablablub. Aber gleichzeitig, das ist so ein ungeiles Erlebnis gerade, mit Verzögerung dieses Ding einzurichten. Moi. So, gut, das Tippen klappt jetzt okay. Aber dann allein, dass du das hier hast, ne?
UI-Designer. Ich denke, Microsoft hat Asus da doch als großen Notebook-Käufer und was auch immer unter die Arme gegriffen. Aber als Einrichtungserlebnis, und ich mache ja einige, muss ich sagen, das, was bisher am coolsten ist, dass hier um die Joy-Cons die LEDs da blinken. Aber alles andere? Boah! Ich war ja auch, ich habe es im Steam, letztes Mal, dass ich Steam Deck jetzt sage, ja auch erwähnt. Ich bin echt kein Freund von Steam, Valve und Co. Ne? Diesen geschlossenen Ökosystem, GOG lieber und was nicht alles und was nicht alles. Aber das war auf dem anderen Ding schon ein deutlich geileres Erlebnis als hier. Gut, man will die geilen Erlebnisse nicht beim Einrichten auspacken, auch wenn es natürlich so dazu beiträgt, schon mal zu sagen, schalten Sie Ihre Microsoft-Erfahrungen frei. Nee, bitte nicht. Guck mal, wir sind wieder in der gleichen Scheiße wie wir. Ne? Kannst du nicht hier wieder überspringen. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwie einen geilen Trick, wie man es auch wieder ohne Microsoft-Konto hinkriegt. Aber es ne, gibt ja zwei, drei Möglichkeiten. So. Beim Konto klappen die diversen Sachen da, was weiß ich, @a oder sowas oder no@thankyou.com einzugeben, Passwort und den ganzen Rest. Danach die Fragen wie der Diagnosedatei, nur das Erforderliche, möchte ich dies, möchte ich das machen. Stinknormales Windows 11 Einrichtungsding mal wieder, bliblablub. Gut, hol dir dein, nein, möchte ich gerade nicht, nein, möchte ich auch nicht. Vielen lieben Dank Asus, dass ihr mir da auch nochmal Infos geben möchtet. Aber ich will doch jetzt einfach nur da loslegen und bin mal gespannt, welche, wenn es dann jetzt endlich Windows 11 eingerichtet ist, welche tollen Softwareerlebnisse mich dann denn jetzt gleich bei der Elli überraschen. So, und wir sind immer noch im normalen Windows 11 Einrichtungsmodus. Weinen. So, und da sind wir. Von wegen irgendwas mit... Gut, ich habe hier meinen Emery Create sonst was. Ihr Gerät ist für Touch optimiert. Dabei muss ich aber mal ganz ehrlich sagen, da sieht auch eher klein dahingeprüft aus, als jetzt ein schönes Erlebnis. Also bei aller Liebe, ich kriege langsam das Gefühl, die Asus ROG Ally ist wieder ein typisches Asus-Gerät. Ne? Richtig so, bei Asus ist ja wirklich eine der wenigen Firmen, da haben die Geeks das Sagen. Ne? Die können einfach bauen, ne? Danach kommt Marketing und der Rest ist eigentlich kippt ein bisschen hinten über. Muss man ganz ehrlich sagen, ist ja auch schön. Aber dann hat man wieder so ein Erlebnis wie auf einigen Zenfones, wo man sich denkt, schon klein, geil, aber ne, in ein paar Kernsachen und die Software und die Bedienung könnten da deutlich besser sein. Ich erwarte jetzt ja schon gar nicht so Apple-Erfahrung, aber ein bisschen mehr Liebe. Ich weiß, ne, es wird als Windows-Handheld ja irgendwie vertickt und Asus macht ja hier gar nicht groß Werbung mit Gaming, aber dass ich starte es und dass ich wenigstens da die Einführung bekomme. Gut, dann sagt der ein oder andere, Faultier, du Horst, du hast hier gerade die QR-Codes, scann dir das. Ja, das ist aber auf dem Level wie Faultier, du Horst, liest doch die Handbücher. Heutzutage, Ende 23 oder im Jahre 2023, als dieses Ding vorgestellt worden ist, ne, dass da kein Filmchen startet. Ich meine, es ist Windows 11. Selbst ich würde da hinkriegen, irgendein Autostart-Ding reinzuballern. Software-Dinger, ich stimme zu, ganz nach unten scrollen, weiter. So, Run your Emery Create ne, at Startup, okay. Jetzt kriege ich meine Einführung. Das wäre eigentlich das gewesen, was nach dem Windows-Start automatisch beim ersten Mal hätte kommen müssen. Wo ich direkt das sehe, wo ich weiß, guck mal hier, oh, ich sehe Steam Deck, ich sehe den Apex Store, ich kann Game Pass, ich habe einen GOG darauf. Ne? Geil, das möchte ich. Wie kriege ich das? Warum sind diese Stores nicht schon vorinstalliert? Ja, ich weiß, ne, damit man... Aber das wäre doch der Anblick gewesen, den ich mir hier wünsche. Oder dass ich... Es hätte hier einfach nur eine Übersicht mit Games kommen können. Irgendwas. Ah! Gut. Personalisiere das Steuererlebnis, wie es kann unterschiedlich vibrieren und. Secondary Function hatten sie dran geschrieben, bei den anderen schreiben sie nicht dran. Das könnte eine Griffheizung sein, soll aber wahrscheinlich das Vibrieren sein. Schnelltasten immer in der Hand, was du nicht sagst, erklär mir noch einen Controller. So, okay, das war's. Erste Schritte, Spielprofile. Ja, bitte, Pulldown. Ja, hiermit. Fucking Asus, das ist das, womit ihr hättet anfangen müssen. Ja, okay. Gut, moving out, Steam, Xbox. Sehr schön, kann ich auswählen, kann ich mich einloggen, aber wo ist der Rest?
hat GOG oder sonst was nicht dafür bezahlt? Oder ich meine, das ist es, ich meine, es ist doch, die Ellie ist doch sowas wie der Counterpart zum Steam Deck. Und ja, auch mir brennt es in der Seele, dass das Steam Deck so der Platzhirsch ist, ne? Aber hättet ihr das nicht weglassen können? Ja, ich weiß, dann hätte ich hier wieder gestanden und hätte gesagt, wie kann man nur den größten Player am Markt weglassen? Aber so ein bisschen Fehde, Feindschaft kann man ja doch ruhig machen. So, die Einstellungen sind da, der Betriebsmodus wieder. Auflösung kann ich ändern, kann ich nicht. Ach so, es ist nur das Command Center, was man dann auswählen kann. Ach so, da kann ich die Dinger dann dahin schieben. Ja. Medienwiedergabe, Systemspieleplattform. Ach, guck mal hier, ich muss erstmal eine Runde motzen. Und dann kriege ich nur eine Verlinkung. Ich weine gleich wieder. Ah, okay, zulassen. Nein, brauche ich nichts. Nicht zulassen, bestätigen und fortsetzen. Ich will doch nur ins Internet. Ich will eure Microsoft-Erfahrung nicht besser machen. So, und jetzt bin ich hier im kleinen Edge-Browser. Wie sieht das denn schon wieder aus? Ah, also optisch. Oh, wenigstens die Tasten lassen sich vernünftig drücken. Das gebe ich der Kiste jetzt ja gerade. So, gehen wir mal ganz kurz noch in die Einstellungen, müssen was gucken. Das ist Mäusekino. Das ist echt Mäusekino. Sie wird jetzt hier bestimmt nichts noch großartig kurz mal an der Auflösung verändern. Ha, aber was es wenigstens ist, es ist ein gut aussehendes Mäusekino. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie viel Speicherplatz habe ich frei. 475, sehr schön. Ich habe den Speicherslot und ich habe ja auch schon die ersten gesehen, die von 512 GB auf 2 Terabyte intern verbaut wechseln. Kann man machen. Sehr schön an dieser Stelle. Ist natürlich auch knuffig und toll. Ja. Gut, haben wir das auch. So, wie war das? Unten rechts. Nein, unten links. Kommst du auch nicht zurück. Ah, jetzt aber. Bäm. Nein. Ah, wieder hoch. Komme ich jetzt zurück? Komm schon. Ah, so, muss man nur die Ecke richtig treffen. Gut, dann kann ich jetzt loslegen. Installieren ein paar Sachen, werde damit jetzt rumspielen. Bin ich mal sehr gespannt an dieser Stelle. Blizzard, ich verfluche euch dafür, dass man Diablo 4 nicht offline zocken kann. Das wäre eigentlich genau das jetzt gewesen, worauf ich es hier gerne hätte abgesehen, bis ich mir wieder dieser Online-Zwang eingefallen ist. Ansonsten Einrichtung. Der Lüfter ist ganz, ganz, ich halte mal das Mikro. Ganz, ganz, ganz leise zu hören. Da muss man keine Sorgen haben. Hier oben kommt ein bisschen die warme Luft raus, auf der Seite gar nicht. Ja, doch, beide eigentlich. Aber hier ist noch nichts warm geworden, trotz Einrichtung, trotz Updates werde ich jetzt gleich als erstes auch nochmal fahren. Controller, gucken wir mal eine Runde und der ganze Rest. Wartet mal ab, wenn ich dann mich in 1, 2, 3, 4, 5, 28 Wochen wieder melde, auch mit den Erfahrungen der anderen Plattform, dann werde ich hier wahrscheinlich hüpfen und sagen, ah, so das geilste Idee ever, dann Windows 11 drauf zu packen, keine Einschränkung, ich habe es einfach direkt und mega. Wer weiß, aber der erste Eindruck. Und dass es kein OLED-Display ist, vielleicht an dieser Stelle, auch wenn ich von diesen 120 Hertz bisher noch nichts mitbekommen habe, tut der Sache keinen Abbruch. Ich habe zwar eher das Gefühl, anders als bei einer anderen Konsole oder Handheld-Konsole, die ich gerade nicht mehr erwähnen möchte, mit dem dicken schwarzen Rahmen, dass das einfach nur ein 7 Zoll, kann sich jemand noch an das Google Nexus 7 erinnert, als ob man das Gummi drumherum abgeschnitten hätte oder zwischen diesem Controller-Greifer reingesteckt hat, da dann einfach Windows 7 drauf ballern und fertig. Im Großen und Ganzen ist das Ganze ja auch. Sieht halt echt leider nicht so sexy aus. Aber was ich sagen wollte, dass das Display kein OLED ist, tut mir jetzt gerade keinen Abbruch. Es ist hell, klar reflektiert und spiegelt es was. Aber der erste Eindruck von dem, was ich so auf dem Display gerade sehe, auch jetzt hier gerade wieder typische Klassiker Schwarzwerte und so, absolut befriedigend. Also da muss ich gerade sagen, da habe ich keine Bedenken, dass das irgendwie ein schlechtes Display ist oder weniger geil aussieht oder sowas. Naja, aber das soll es erstmal gewesen sein, solange ich mich jetzt hier, vielleicht fange ich mit Cyberport an. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!